Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Bemal-Tutorial hier auf meinem Kanal. Heute soll es um den legendären Kommandanten Typhus Herald des Nurgles gehen. Ich habe ihn erstmal schwarz-weiß grundiert und ich möchte ihn nicht typisch mit diesem Deskguard Green bemalen, sondern wir bemalen ihn heute eher in so einer Art, wie die Deskguard vor der Horus-Heresie aussah, also eher in einem Beige-Ton. Dafür nehme ich Ushabti Bone als Grundierungsfarbe, verdünne sie gut und trage das erstmal auf das Modell auf. Das Ushabti Bone ist jetzt gut getrocknet und gibt der Grundrüstung schon so eine Art Beige-Ton. Wir machen es aber später noch heller und jetzt kommen wir zum nächsten Teil der Rüstung. Das sind die Schulterplatten. Die mache ich in Castellan Green, um so ein bisschen näher an das Horus Heresy Format ranzukommen. Den Helm wollen wir im Gegensatz zum Rest der Rüstung weiß machen. Dafür nehme ich mir erst einmal Administarum Grey und gebe dem Ganzen einen grauen Grundton. Hier muss ich zweimal drüber gehen, weil ich die Farbe etwas arg verdünnt habe, aber das ist auf jeden Fall eine gute Grundlage fürs spätere Weiß. Die Stofffetzen an seinem Körper, was wahrscheinlich meine Robe war, und den Griff der Sense würde ich später gerne rot machen. Dafür nehmen wir jetzt erstmal als Grundton Screamer Pink von Citadel. Ist eine sehr schöne Grundlage, um später mit Rot hochzuschichten. Bevor wir uns jetzt weitermachen an die Metallteile, möchte ich noch so Sachen wie den Holzgriff oder Auswüchse an seiner Rüstung bemalen bzw. grundieren. Dafür nehme ich Dwight Bark von Citadel und gebe dem Ganzen erstmal einen schönen dunklen Braunton und dann schauen wir später, was wir damit machen. Bevor wir uns jetzt an die ganzen Details schmeißen, kümmern wir uns um die ganzen Metallsachen. Dafür nehme ich im Grunde drei Farben: Balthasar Gold, Screaming Bell und Iron Warriors, alle von Citadel. Und da könnt ihr ein bisschen variieren, was ihr wie bemalen wollt. Entweder goldig oder kupferfarben, silbermetallisch. Da ist der Fantasie mal wieder keine Grenze gesetzt. Und ich fange hier mit der Sense zum Beispiel an. Nicht vergessen, dass sie ein bisschen runtergeht. Und das wird erstmal Silber. Und dann schauen wir später, kriegen wir vielleicht noch ein bisschen Rost drauf. Stellen wie hier an den Schulterplatten diese Abschussstücke. Oder die Glocke kann man in Balthasar Gold bemalen. Ihr könnt da aber auch Screaming Bell nehmen. Versucht da einfach ein bisschen rumzuspielen, was euch besser gefällt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fällt beim Bemalen immer wieder neue Stellen auf, die ich dann vergessen habe zu bemalen, wo ich vielleicht übermalt habe und so. Aber das ist ja alles Gott sei Dank kein Beinbruch. Solange wir die Farben noch auf der Nasspalette haben, können wir es ja einfach auftragen, ausbessern oder was auch immer. Wir machen jetzt weiter mit diesen ganzen Schläuchen hier vorne an der Brust und die hat er auch überall. Die mache ich mit Incubi Darkness, das ist so ein grünlicher Schwarzton von Citadel, und trage da erstmal auch wieder diesen Grundton drauf. Soweit so gut. Ich will jetzt auf jeden Fall noch diese ganzen Schläuche, die um diese Metallschläuche drum sind, organisch machen, genauso wie diesen kleinen süßen Nörgling hier. Den möchte ich pink machen, beziehungsweise rosa. Und deswegen nehmen wir erstmal Cadmium Flashstone und geben damit auch eine gut verdünnte Grundlage, um später weiterzumalen. Hier habe ich ein bisschen arg verdünnt, aber auch da muss man einfach ein Gefühl für kriegen. Jetzt fehlen uns ja nur noch ein paar kleine Details, wie zum Beispiel der Schädel hier, den er am Gürtel hängen hat. Den mache ich mit Rakrat Flash als Grundton und mache diese Streben, womit er befestigt ist, wieder mit einem Metallton. Typhus hat an seiner Rüstung und hier oben an der Sense noch so ein paar Leuchten. Die habe ich mit Mephiston Red bemalt, werde damit auch später die Augen machen, da werde ich aber sicherlich ausbessern müssen. Ist ein höheres Rot, aber wir shaden ja später nochmal, deswegen ist das kein Problem. Ich habe das Rot dann auch für die Augen und die Zunge des Nörglings benutzt. Jetzt fehlen uns noch die Pusteln. Dafür nehme ich Barlow Brown, das ist ein Gelbton, und mache die Pusteln hier am Bauch und am Bein. Die Grundfarben sind jetzt alle drauf und jetzt kommen wir zum einfachen Part, und zwar Shaden. Mit Argax Earthshade gehe ich einmal über das ganze Modell. Wir machen da keinen Unterschied. Guckt, dass es wirklich in alle Ritzen und sowas reinfließt, dass ihr später nicht irgendwas rausstechen habt. Und wenn das dann getrocknet ist, dann kommen wir zum schönen Part, und zwar die ganzen Highlights und sowas.
Und so sieht das Ganze dann getrocknet aus mit dem Shade. Schon sehr schmutzig und ja, dunkel. Kann man fast so lassen, hat auch was. Wir möchten aber noch ein bisschen mehr Detail und Liebe reinbekommen. Und dafür nehme ich mir Screamer Skull und helle jetzt gut verdünnt. Da mache ich zwei Schichten drauf. Diese ganzen Rüstungsteile helle ich die nochmal auf. So kommen wir halt näher an den Ton, den wir haben wollen. Diesen etwas helleren, aber trotzdem noch Deathguard-mäßigen. Jetzt haben wir schon den Grundton der Rüstung, wie wir ihn haben wollten. Halt mehr diese Eierschalenfarben, ne, oder fast weiße. Und genauso gehen wir jetzt an den Schultern vor. Da mische ich den Grundton mit Death World Forest und gehe hier auch nochmal drüber, um das halt ein bisschen aufzuhellen. Der Helm soll noch etwas weißer werden, zumindest die Ränder. Dafür nehme ich Gray Seer von Citadel und gehe hier ganz fein drüber. Achte darauf, dass nichts irgendwie in die Augen läuft oder hinten rein, dass es nicht zu sehr bedeckt wird. Dann mache ich mich noch an die ganzen Rottöne, wie der Griff und die Auswüchse und Knochen in Anführungszeichen. Das habe ich alles schon mal in dem Video zum Terminator der Deathguard gemacht. Schaut doch mal oben auf das i, da seht ihr das alles ausführlich beschrieben und dann schauen wir weiter. Für die ganzen kupferfarbenen Metallteile habe ich mir jetzt ein Iron Hands extrem verdünnt, fast schon wie ein Shade und gehe da drüber, wasche es fast, um es einfach ein bisschen silbriger zu kriegen. Das sieht dann für mich abgenutzter aus, nicht mehr dieses shiny Gold, sage ich mal, sondern einfach eher so ein Gold-Silber, das er halt ein bisschen was abbekommen hat in den letzten Jahren. Mit Kiesel Flash helle ich den Nörgling und diese ganzen organischen Schläuche etwas auf, damit sie nicht ganz so dunkel aussehen. Für ein paar kleinere Rostflecken oder rostige Stellen an der Rüstung nehme ich mir wieder das Farbset von AK. Habe ich schon auch ebenfalls in dem Video zum Terminator gezeigt. Und für die Sachen mit Screaming Bell nehmen wir das Oxide von Citadel. Und dann kommen wir zu einem Part, auf den ich mich schon sehr freue. Und zwar habe ich mir hier von AK so Effektsachen geholt: Engine Grime. Und so Geschichten, möchte damit einfach ein bisschen was ausprobieren. Mache ich heute zum ersten Mal mit euch. Vorher keine Erfahrung, nehme ich mir einen feineren Pinsel und dann möchte ich es so runterlaufen lassen an der Rüstung. Und wir schütteln das erstmal und dann probieren wir es aus. Riecht ganz schön streng das Zeug, aber das soll jetzt kein Problem sein. Und das nehme ich mir jetzt direkt aus dem Pöttchen und gehe über so Sachen wie hier. Und ihr seht ja schon, es ist etwas dünner. Es ist nicht wie ein Shade, so würde ich es nicht beschreiben. Aber ja, man kann es eh nicht anwenden. Und das lassen wir dann hier schön runterlaufen am Bauch. Oder wir können auch in so Ritzen reingehen und es da rauslaufen lassen. Es ist halt so wie, soll so Öl darstellen oder ähnliche Sachen, die irgendwo rauslaufen. Ich benutze es auch zum Beispiel jetzt hier an diesen Metallteilen wie ein Shade. Mach es einfach drüber, dass sie schön schleimig wirken und dreckig. Und damit probiere ich jetzt einfach mal ein bisschen was am Modell aus. Ich habe hier verschiedene stehen und dann sehen wir uns beim Fazit und gucken uns das Ergebnis an. Und somit ist unser Typhus fertig, bereit, die Herrscher des Nörgel in die Schlacht zu führen. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Die Rüstung gefällt mir richtig gut in dem Format. Ich habe jetzt diese ganzen AK-Effekte ein bisschen ausprobiert. Es gibt verschiedene. Es gibt halt dieses Engine Grime und sowas. An den Füßen habe ich so einen Matt-Effekt gemacht. Der ist auch ziemlich cool. Habe es ein bisschen ausprobiert. Die Pusteln habe ich noch mit einem Bluteffekt und oben an der Sense gemacht. Allgemein ziemlich cool. Ich schreibe euch mal in die Beschreibung vom Video, was das ist. Also welche Effekte ich benutzt habe. Ich mag so schleimig und ein bisschen in Anführungszeichen Grimdark. Und ja, bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Die Base habe ich dann auch noch fertig gemacht, ein bisschen sumpfig gehalten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es hat euch vielleicht ein bisschen weitergebracht mit der einen oder anderen Idee. Wenn es euch denn gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar oder was auch immer. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute.